Nein, die Tante Longerich fand das einfach so super, dass ich bei dem Wort Geliebte immer in die schon damals nicht sehr zahlreich versammelte Gemeinde geguckt habe. Sie verstehen, Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Geliebte. Zack, griff die Tante Longerich zum Taschentuch, das nur am Rande zum Zusammenhang von Showgeschäft und katholischer Liturgie. Aber hier sind wir ja bei einem evangelischen Gottesdienst. Da habe ich mir gedacht, da halte ich eben auch eine evangelische Predigt. Die Stammgäste unter Ihnen wissen natürlich, was das bedeutet. Den anderen muss ich das kurz erklären. Im Gegensatz zur katholischen Predigt, in der der Herr Pastor mehr oder weniger willkürlich seine sündigen Schäfchen zusammenstaucht, rankt sich die klassische evangelische Predigt immer um ein Bibelwort, beziehungsweise eine bestimmte Bibelstelle. Ich also meine Bibel genommen, die Augen verbunden und mit dem Messer irgendwo rein. Wo bin ich gelandet? Bei den Psalmen. Hochinteressante Lektüre. Sollten Sie auch mal reinschauen. Ich meine, wann liest man schon mal Psalmen? Außer am Psalmsonntag. Naja. Kleiner Bibelscherz am Rande. Aber ernst, ich sage Ihnen, da ist vielleicht was los im Buch der Psalmen. Ein einziges Verfluchen und Dahinmetzeln der Feinde Gottes. Da verschwinden ganze Völker, heulen und Zähne knirschen in der Grube, die sich selbst gegraben. Da fahren die Frevler zur Hölle und die Gottlosen werden erbarmungslos vernichtet. Da wird ihnen die Seele entrissen, das prahlerisch redende Maul gestopft, werden die Zedern zersplittert, die Eichen entwurzelt und die Wälder gelichtet. Beispiel gefällig? Okay. Also hier Psalm 18, Vers 41 bis 43. Meine Feinde jagest du in die Flucht, und die mich hassen, du hast sie vernichtet. Sie schrien, doch es fand sich kein Retter. Sie schrien zum Herrn, doch er hörte sie nicht. Und ich trieb sie einher, wie Staub vor dem Wind, wie Straßenkot trat ich sie nieder. Da muss ich also ehrlich sagen, drastischer kann es der Islamist auch nicht formulieren. Aber eine Stelle gefunden, die nicht ganz so kriegerisch ist und irgendwie auf den Zustand der Gemeinschaft der Gläubigen von heute zutrifft. Psalm 114, der Mensch ohne Gott. In seinem Herzen redet der Tor, es gibt keinen Gott. Verderbt sind sie, ihr Treiben ein Greuel. Keiner ist, der noch Gutes tut. Vom Himmel blickt auf die Menschen der Herr, zu sehen, ob einer verständig, ob einer Gott suche. Doch alle sind abgewichen. Alle verderbt, nicht einer, der Gutes täte, nicht einer. Ja, meine Damen und Herren, so sieht's aus. Die Mitglieder laufen in Kirchen in Scharen davon, weil sie auf ihre Kapitalerträge keine Kirchensteuer zahlen wollen. Die Gotteshäuser müssen mangels Gläubiger geschlossen und an Swingerclubs verhökert werden. Und was den Nachwuchs bei den Priestern und Pasteuren angeht, so sieht es total finster aus. An die Stelle der Religion tritt die private Altersvorsorge. Die Bibel von heute ist der Aldi-Prospekt von morgen. Und die meisten Menschen halten Christus für einen amerikanischen Verpackungskünstler. Ich sage Ihnen, wenn Jesus von Nazareth im Jahr 2014 zur Welt gekommen wäre, wäre wahrscheinlich in einem Abfalleimer auf dem Bahnhofstor gelandet. Die Menschen suchen keine Erlösung, die Menschen kennen keine Demut. Und die Menschen haben keinen Glauben. Denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Menschen sind vom Glauben abgefallen, befinden sich im freien und ungebremsten Fall in die Bodenlosigkeit des Nihilismus. Und dabei singen sie das traurige Lied von Frust und Verdruss. Was sollen wir glauben 7 Tage lang? Eine Glaubensgemeinschaft nach der anderen leistet den Offenbarungseid und erlässt ihre traumatisierten Mitglieder in den Nebel der Orientierungslosigkeit. Im Vatikan fordert der brave Herr Franz den Umbau der katholischen Prunk- und Protzkathedrale zur Kirche für Arme. Gleichzeitig kommt raus, dass der Orden seiner angeblich armen Brüder in Düsseldorf mehr als 7 Millionen Euro in hochriskanten Spekulationsgeschäften verblasen hat. 7 Millionen Euro, die für die Obdachlosen und Hungerleider der Stadt bestimmt waren. Einfach so in die Taschen irgendwelcher Finanzwindhunde transferiert, nur weil ein größenwahnsinniges Ordensmitglied auch mal ganz am ganz großen Finanzrad drehen wollte. Bruder Dagobert als Zocker des Herrn im Casino des Teufels. Oder nehmen wir die fauligen Blasen, die quasi täglich aus dem modrigen Sumpf des Erzbistums Limburg in die ohnehin verpestete Luft pesten. Stiftungsgelder in Millionenhöhe, bestimmt für kinderreiche Familien, zweckentfremdet von einem geweihten Egomanen für die Deckung der Finanzierungslücken seiner architektonischen Allmachtfantasien.
Meine Damen und Herren, das ist doch krank. Genauso krank wie das völlig undurchsichtige Finanzgebaren des Erzbistums Köln, das über die bistumseigene Bank exklusiv für kirchliche Institutionen einen Fonds aufgelegt hat, mit dem Ziel, Zitat, durch sinnvolle Streuung der Anlagen das reale Kapital nicht nur zu erhalten, sondern auch attraktive Erträge zu erwirtschaften. Zum Beispiel, indem die frommen Kölner Hirten bei Immobiliengeschäften über einen niederländischen Briefkasten 4 Millionen Euro Gewerbesteuer beiseite geschafft haben. Am Staat vorbei, versteht sich. Unsere tägliche Rendite gib uns heute und verschone uns vor dem Finanzamt. Amen. Und auf der anderen Seite hat die Erzdiözese Köln, beraten vom heiligen McKinsey, in den letzten 10 Jahren 90 Millionen Euro eingespart. Bei der Caritas, in den Schulen, in der Seelsorge. Und was sagt der damals verantwortliche Erzbischof Schorsch, Kardinal Meißner, dazu? Sie sollen ruhig spüren, dass wir Mangel haben. Das weckt Berufung. Was für ein Zynismus. Wer da noch freiwillig 1 Cent Kirchensteuer in dieses finanzielle Schattenreich zahlt, der muss doch mit dem Weihrauchfass gepudert sein. Da kann der Herr Franz in Rom so viel Wasser predigen, wie er will. Wenn seine Statthalter vor Ort den Wein galonenweise saufen, dann können sie den scheinheiligen Laden gleich nicht machen. Aber wo sollen die Heimatlosen dann hin? Wo finden sie Geborgenheit und Schutz? Auf den Straßen, wo die gelben Schutzengel von einst über ihre gefälschten Batteriekabel voll auf die verchromte Schnauze gefallen sind? Auf der Ehrentribüne des FC Bayern, wo sich die Steuerflüchtlinge und Oasenbewohner feixend auf die Lederschenkel klopfen? Oder am Ende doch im Frauenturm der Alice Schwarzer, wo sich die Hausherrin mitsamt ihren öffentlichen Subventionen vor dem Shitstorm der Hexenverbrenner verschanzt? Nein, da. Nicht klatschen. Da ist nirgends ein Ort der Zuflucht für die verstörten Seelen. Selbst der deutsche Tresen, an dem die Wesen angeblich genesen, ist durch und durch wurmstichig, seit der trostsuchende Zecher von den selbsternannten Hütern des Reinheitsgebots mit illegalen Preisabsprachen über eben diesen Tresen gezogen wurde. Aber wo sind sie hin, die strahlenden Vorbilder, Lichtgestalten, die uns den Weg weisen zu einem guten, weil anständigen Leben? Unter den leeren Säulen, wo einst die Heiligen standen, tanzt der pferdefüßige Gehörnte, und auf den Sockeln der gestürzten Denkmäler trocknen noch ein Häuflein Taubenkacke im unbarmherzigen Licht der Enthüllungen. Es herrscht eine große Orientierungslosigkeit. Völlig verstörte Individuen stauen sich auf den Datenautobahnen, lungern apathisch in virtuellen Großräumen oder irren ziellos durch gewaltige Müllhalden auf der Suche nach dem ultimativen Dauerniedrigpreis. Und warum? Weil er ihnen abhanden gekommen ist, der Glaube. Und deshalb erlauben Sie mir an dieser Stelle zum Schluss einige Sätze zu diesem Thema fallen zu lassen. Denn wenn es um den Glauben geht, hat es sich im Laufe der Jahrtausende eingebürgert, in Gleichnissen zu sprechen. So möchte auch ich hier ein solches erzählen, nämlich das Gleichnis vom ungläubigen Bayern. Also treffen sich 2 Bayern. Sagt der eine, grüß Gott. Sagt der andere, gern, aber welchen? So klein dieses Gleichnis auch ist, umso größer das Dilemma, das es aufzeigt. Denn wer glaubt schon gerne an das Falsche? Jetzt nehmen wir mal an, Sie hätten Ihr Lebtag fest daran geglaubt, in den Himmel zu kommen. Also mit Himmelstor, Petrus, pausenlos Manna. Ja, und dann werden Sie plötzlich wiedergeboren. Als Pillendreherkäfer oder als Fruchtzwerg. Ja, schöner Flop. Oder nehmen wir so einen heiligen Krieger. Da bindet er sich im Namen Allahs ein paar Stangen Dynamit um den Bauch, jagt einen Bus voller Ungläubige in die Luft, weil er glaubt, sich auf diese Art und Weise direkt ins Paradies zu sprengen. Und was ist? Mohammed war der falsche Prophet und der Koran nur ein orientalisches Märchenbuch. Was bleibt, sind furchtbare Höllenqualen bis in alle Ewigkeit. Und so eine Ewigkeit, die dauert verdammt lang. An diesen beiden Beispielen sehen Sie schon, wie folgenschwer so ein einfacher Irrglaube sein kann. Das kann Ihnen die ganze Auferstehung vermiesen. Gut, früher war die Sache einfacher, nicht zumindest hier in unseren Breitengraden. Da hieß es katholisch oder Scheiterhaufen. Da wurde einem die Entscheidung noch leicht gemacht. Aber heute haben Sie nicht nur die ganze Palette der Weltreligionen mitsamt ihrer vertrottelten Oberpopen und senilen Chefgesalten im Angebot. Nein, heute finden Sie an jeder Ecke eine andere Sondersekte. Da werden Sie mit Heilsversprechen nur so zugekübelt. Da wimmelt es nur so von selbsternannten Meistergurus und eingefleischten Lamas, von beleuchteten Säulenheiligen und vermaledeiten Müttern. Und alle sind Sie hinter Ihnen her, wie der sprichwörtliche Teufel hinter der armen Seele. Das ist natürlich kein Wunder, dass kein Mensch mehr durchblickt. Mittlerweile ist die Frage nach dem richtigen Glauben ja ähnlich kompliziert wie die Frage nach dem richtigen Wein, sagen wir zum Kaninchenrücken provenzalisch.
Da können Sie auch nicht alle Möglichkeiten vorher durchprobieren. Da sind Sie ja sturzbesoffen, bevor es ans Essen kommt. Und selbst wenn Sie jetzt den passenden Glauben für sich gefunden haben, ja, was nützt der Ihnen, wenn Sie der Einzige sind, der daran glaubt? Reicht dann nicht mehr für eine anständige Messe. Ich schweige dann für eine ordentliche Prozession. Eher mal so eine Springprozession. Ja, da höppeln Sie da Mutterseelen allein durch die Fußgängerzone. Nein, Sie müssen Ihren Glauben unter das Volk bringen. Und auch da müssen Sie heutzutage ganz neue Wege beschreiten. Mit Feuer und Schwert kommen Sie da genauso wenig weiter wie mit Daumenschraube und eiserner Jungfrau. Nein, was Sie brauchen, ist eine ausgefuchste, mit allen Wassern des Medienzeitalters gewaschene, moderne Marktstrategie. Zuerst mal einen griffigen Slogan, wie zum Beispiel, glaub mal wieder. Oder, ich glaube gern. Oder, wer es glaubt, wird selig. Oder Sie versuchen es mit so einem suggestiven Interrogativ à la, heute schon geglaubt? Hauptsache kurz, knapp und bündig. Sowas wie die 10 Gebote können Sie vergessen, zu viel Text. Oder nehmen wir Luthers 95 Thesen. Erstens viel zu viele. Und zweitens, wo wollen Sie heute hinnageln? Kriegen Sie allerhöchst eine Anzeige wegen wilden Plakatierens? Nein. Sie müssen in die Medien. Am besten eine eigene Fernsehshow. Einer wird dann glauben. In diesem Sinne, meine Damen und Herren. In diesem Sinne, meine Damen und Herren. Glauben Sie doch, was Sie wollen. Hauptsache, Sie glauben nicht, Sie könnten es alleine schaffen. Die kleinste Einheit des Menschen ist zwei. Ich möchte schließen mit einem weiteren kleinen Gleichnis, und zwar mit dem Gleichnis vom ungläubigen Atheisten und dem hungrigen Löwen. Also, geht ein Atheist durch die Wüste, plötzlich taucht ein hungriger Löwe auf, will den Atheisten fressen. Der nimmt die Beine in die Hand und läuft, aber der Löwe kommt immer näher, immer näher. Irgendwann ruft der Atheist in höchster Not, lieber Gott, hilf mir! In dem Moment bleibt die Welt stehen, der liebe Gott sagt, wieso soll ich dir helfen? Du hast nicht an mich geglaubt, du hast mich verspottet, du hast andere Leute angestiftet, vom Glauben abzufallen. Und ausgerechnet dir soll ich helfen? Sagt der Atheist, ach komm, lieber Gott, schwamm drüber. Wenn du mir jetzt hilfst, dann werde ich auch in Zukunft an dich glauben. Nächster, sagt der liebe Gott, jetzt ist zu spät. Ja, lieber Gott, dann mach doch wenigstens den Löwen gläubig. In dem Moment dreht sich die Welt weiter und der Löwe sagt, komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Ich segne, was du geschehen hast. Schönen Tag noch.